Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mist Survival. Wir sind hier gerade in der Sägemühlen-Area, nenne ich sie mal. Und ja, looten hier alles Mögliche. Eine Kettensäge haben wir hier schon gefunden. Starthilfekabel. Keine Ahnung, was wir damit anfangen. Und hier ist immer gut. Davon kann man gar nicht genug haben. Feuerholz, ganz ehrlich, nehme ich auch mit. Helm, bin ich dabei. Gut. Mal gucken, wie es oben aussieht. Was es hier so Schönes gibt. Die Teller, ich weiß noch ehrlich gesagt gar nicht, was man mit den Teller machen kann. Was man mit der Farbe machen kann, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht kann man damit irgendwie das Auto lackieren oder so. Keine Ahnung. Noch ein Spind. Weiß nicht, nehme ich den mit, nehme ich den nicht mit. Handschuhe, noch eine 9mm. Jo. Oh, ey, Alf. Das ist jetzt aber auch der letzte, den ich mitnehme. Eimer. Wisst ihr nicht wozu. Komischen Hocker. Ein Beil. Na komm. Bandage. Die möchte mich nicht. Das ist eine Fake-Bandage. Und ich hasse sowas. Gas? Ist das nicht auch ein kleiner Kompressor oder ein Stromwandler? Mitnehmen. Alles mitnehmen. Es wird dunkel da draußen. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Es wird echt neblig, ne? Oh, really? Warum? Ist das scheiße. So erfolgreich waren wir hier jetzt irgendwie nicht gewesen, wenn ich ehrlich bin. Glücklich macht mich das hier alles gerade nicht. Hier ist noch ein Rad, brauchen wir aber auch nicht. Ich wüsste zumindest gerade nicht für was. Naja nun, okay, dann fahre ich mal rüber. Oder erst pennen. Spät haben wir's? Ja, geht. Komm. Drin hier. Dann können wir hier mal ein bisschen Kram loswerden. Ein Gier. Dann haben wir hier so ein bisschen Erde gedünstet. Kann ich das stacken? Nein. Ja, nun. Das wird ja spannend. Klamotten. Habe ich schon irgendwo so einen Klamottenschrank? Hatte ich hier angedacht, ne? Dann muss das aber noch raus. Streichhölzer kommen raus. Der Helm kommt nach oben. Weiß ich auch noch nicht, was ich damit mache. Hilft mir nicht. Schön. Hier ist auch so Kram drinne, ne? Ja, pass auf, ich mache hier die Streichhölzer noch mit rein. Passt ja irgendwie thematisch auch. Ich versuche es immer wieder. Essen war hier, es kommt hier rein. Hier ist noch ein Snickers. So, Munition. Hier, wie sieht das aus mit der Revolvermunition? Ist die hier auch voll? Die ist hier auch voll, ne? Ja, ja, ja. Machen wir so. Kommt die hier mit rein. Dann haben wir hier noch einmal Platz für... Weiß ich noch nicht. Andere Dinge. Hier 9mm Munition. Könnte ich eigentlich auch schon wieder den hier machen. Ich nehme die aber trotzdem mit. Die Waffe allerdings nicht. Die kommt hier hin. Ist jetzt auch die letzte. Ich habe keinen Bock. Wozu so viele Waffen? Weil
Die Messer haben wir auch so viele, ne? Und hier ist noch ein Gear. Und das hier. Und das hier. Und das hier. Und das hier. Junge, 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 Junge. Und so einen Pfeil haben wir, weißt du was, dann machen wir das einmal so. Explosiver Pfeil. Warum eigentlich auch nicht? Dann Messer. Naja, warte mal, das eine. Das hier nehme ich mal mit. Das kommt hier noch mit rein. Weil das ist mein Messer. Dann packen wir das hier rein. 4 Stück, super. Hier haben wir so ein bisschen Wood Scrap, total toll. Firewood, das kommt hier noch mit hin. Die Ketten packe ich hier auch mit rein. Startekabel, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Kommt so mit in diese Kramkiste rein. Kann ich erstmal nichts mit anfangen. Dann haben wir das. Die Matches packe ich hier mit rein. Dann haben wir hier noch einen Hammer und ein Beil. Ein Hammer, dann haben wir hier noch das Messer. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal pennen. Aus Gründen. Mach mal 3 Stunden. Okay, passt, sehr schön. Und weiter geht die wilde Reise. Hier hat sich einer hingelegt. Der möchte uns nichts geben. Nicht dein Ernst. Ist hier noch irgendwas Sinnvolles? Feuerholz? Keine Ahnung. Brauche ich keins machen halt, ne? Ich weiß ja auch nicht. Es gab mal eine Zeit, da waren Eimer echt Mangelware gewesen. Ja! Was? Ich will das. Das kann kein Fake sein. Das ist nicht dein Ernst. Du willst mich doch verarschen. Das ist doch kein Fake-Rucksack. Hä? Hör auf. Warum sollte das irgendjemand tun? Vor Wut. Du willst mich doch verarschen. Ich will an diesen Rucksack ran. Das gibt es bestimmt wieder ein Pixel. Nö. Ist ein Fake-Rucksack. Das gibt's doch nicht. Das ist frech. Einfach frech. Ich bin schockiert immer noch. So, hier war auch irgendwas drin. Ich glaube, da war tatsächlich ein Rucksack. Hier haben wir Beton. Ich nehme alles mit jetzt, ne? Ich weiß nicht, was wir damit anfangen können, aber ich bin mir sicher, dass wir es irgendwann brauchen werden. Und so lang nehme ich das mit. Ich bin zu fett. Ich kann nicht rennen. Climben kann ich auch nicht, okay. So, keine Ahnung, wo ich das jetzt hinpacken soll, aber... Ich brauche mehr Spinde.
Ja, ist ja gut. So machen wir das. Ja. Kackschrank. Dann haben wir das nicht. Dann haben wir hier Feuerholz. Ja, keine Ahnung. Es ist alles sehr wüst hier. Es ist alles sehr, sehr wüst. Wo haben wir die anderen? Wo haben wir Kram hingepackt? Kram hatten wir hier, ne? Nee, Küche. Küche hatten wir hier doch auch irgendwo. Na, hier nicht. Wo waren Küche jetzt? Ich dreh durch. Hä? Hier denn alles noch drinne? Hier war Munition, hier war Trinken, hier war Essen. Das kann hier weg. Das habe ich auch irgendwo anders hingepackt. Warum sind wir hier? Das kommt hier hin. Die Kippe. Oh nee, ne? Das ist ja auch Quatsch. Keine Ahnung, ich packe den Eimer hier noch mit rein. Hier, das hatte ich irgendwo hingepackt. Ich habe aber keine Ahnung mehr, wo. Wild. Sehr, sehr, sehr wild. Keine Ahnung, ne? Ich habe keine, überhaupt keine, gar keine Ahnung, wo das hingekommen ist. Tja. Kannst du auch nicht ändern. So, die Matches packen wir hier noch mit rein. Es ist unglaublich. Es ist tatsächlich unglaublich. Salz hatten wir hier. Medizin hatten wir hier. Und Waschpulver hatten wir hier drüben. So. Uff. Schauen wir mal, was die Kollegen hier sagen. Ja, hier, okay. Nabend, hier ist ein ATV, cool. Noch jemand ohne Fahrschein? Da oben sind noch zwei. Die haben alle nichts dabei, oder was? So, der Scheiß, der. Komm hier. Ja, komm hier. Ja, komm hier. Ja, komm hier. Ja, komm doch. Streichhölzer. Nee, ist aber nicht so gut, wenn du brennst. Dass du Streichhölzer mit dabei hast, die gehen kaputt. War's hier, ne? Der ist so laut, der Flammenwerfer. Ja, 9 mm Munition nehme ich auch mit. Man kann in diesem Spiel nicht genug Munition haben. Das ist gar nicht möglich. Säge? Nö, sehe ich nicht. Ja, weiß auch nicht, wofür ich das brauche. Hier ist noch ein Tank. Brauche ich aber auch gerade noch. Eine Hose. Komische Hose. Ist so dünn. Brauchen wir zum Gärtnern dann wahrscheinlich auch den Schlauch. Könnte ich mir gut vorstellen. Ist hier noch was Spannendes irgendwo?
Irgendwie nicht, ne? Alles ziemlich lame. Also segentechnisch, generell ist loottechnisch hier irgendwie so ein bisschen. Naja, wir haben die Kettensäge gefunden. Gut, kann man machen. Oh, mein Arm. Der ist gerade. Mein Arm schläft ein. Mein Arm ist müde. Geh mal ins Bett. Hier ist noch eine Sägeblatt. Das hilft mir aber auch eher nicht so. Eine Wasserflasche. Super. Nicht wozu ich hier jetzt noch eine Wasserflasche brauche, wenn ich ehrlich bin. Weil wir haben den 2,5 Liter Kanister, davon haben wir sogar 2 Stück. Kaputt gehen die auch nicht, also. Salz. Handschuhe habe ich schon. Flaschen wollte ich auch sammeln, ne? Mache ich aber nicht. Das wäre doch eine schöne Säge. Damit können wir unsere Baumstämme sägen. Das wäre super. Da kriegen wir auch bessere Bretter raus. Apropos Bretter. Ich sag's nur, ne? Die liegen hier alle. Alle guten Dinge sind 3. Tja. So richtig zufrieden bin ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nicht auf die andere Seite gekommen. Warte mal. Ich bin hier lang. Hier rum. Doch, ich war hier, ne? Aber hier war halt nichts. Es ist nicht im Kopf irgendwie hängen geblieben. Hier ist halt nichts gewesen. Schade. Ja, gut. Ist alles nicht so zufriedenstellend hier gerade. Aber das ist immer das Problem, wenn man so ein Ziel hat, dass man sich setzt halt, ne? Ich möchte das und das da und da finden, ne? So wie jetzt zum Beispiel. Ich möchte ja unbedingt gerade die Kettensäge finden. Für die Holzbearbeitung. Aber irgendwie, also nicht die Kettensäge, sondern diese, weißt schon. Da drüben waren wir noch nicht drinnen. Aber ich glaube, da war ich schon mal drinne gewesen. Hier oben, oder? Hier war ich doch schon mal. Na klar. Die kann man nicht mal stacken. Na geil. Das ist ja super. Den nehme ich gleich mit, ne? Ist auch nix. Weg, 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 weg. Ist auch nix. Hier oben ist auch nichts. Hier ist nicht mal ein richtiges oben. Jetzt ist alles enttäuschend. Ich nehme den Schrank noch mit. Dann tue ich wenigstens so, als ob es gelohnt hätte, hier hochzugehen. War hier noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Da waren wir auch drinnen gewesen. Den Generator würde ich mir ganz gerne anhängen und damit zu unserem Spot fahren. Geht aber auch nicht.
Nee, zufrieden bin ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Oh. Bin gar nicht zufrieden. Bin sehr, sehr unzufrieden mit der Gesamtsituation. Das passt. Das kommt hier rein. Oh, komischen Bretter, die packe ich hier mit rein. Das da. Wo habe ich denn eigentlich den anderen Scheiß? Hier, ne? Ja. Hier mit rein. Kann ich das wenigstens stacken? Natürlich nicht. Warum sollte das auch funktionieren? Macht ja gar keinen Sinn. Das hier kann ich aber stacken. Wozu brauche ich so viele Sägebretter, Blätter? Ich möchte doch nur sägen. Sägen, sägen, sägen. Wo habe ich ein Nähkit eigentlich? Noch gar nicht, ne? Matches sind hier. Nähkit, keine Ahnung. Weiter nicht. Hier. Natürlich. Ja, so. Oh, das auch. Und nun bin ich kein Stück weitergekommen. Ich habe ein Sägeblatt, aber mir fehlt die Kappsäge, sag ich mal. Ne? Nennen Sie mal Kappsäge. Dieses Gestell dafür habe ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich das finde. Das kommt ja noch on top. Ich will das nicht. Wobei, solange dieser eine Stack nicht voll ist, kann ich das mitnehmen hier, ne? Wo war denn der Scheiß jetzt? Hier. Da oben war, glaube ich, auch nichts. Ich gucke aber trotzdem nochmal hoch. Weil hier ein ganz, ganz wichtiges Teil liegt. Da oben ist nichts. Ja. Hat sich richtig gelohnt. Vielleicht ja in der Schule, aber was war, warum sollte es sowas in der Schule geben? Macht irgendwie alles nicht so richtig Sinn, ne? Da gibt es keinen anderen Ausgang. Ich weiß nicht, sind wir hier schon rumgegangen? Wahrscheinlich schon. Könnte natürlich auch sein, dass in diesen großen Banditenlager noch einiges ist. Ich weiß es aber halt nicht. Wir werden es aber definitiv rausfinden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Dann, 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 dann. So. Ja, super. Nee, ist cool. Der Schrank ist auch schon wieder so. Könnte ich ausrasten, ne? Das ist alles im Boden gerutscht, ne? Aber warum? Spinne nicht. Das aber auch irgendwie. Nee, auch nicht. Aber der schon? Und die auch. Keine Ahnung warum. So, wo fahren wir jetzt hin? Wir sind, hier. Hier waren wir, da ist nichts. Wir könnten in die Mine rein. Aber ich glaube, in der Mine ist auch ein. Weißt du was? Wir kümmern hier in die Hunting Area. Wir sind jetzt hier gerade. Lass mal in die Hunting Area fahren. Ich glaube, wir sind hier, ne? Ich bin mir nicht sicher, wo wir sind. Wir fahren irgendwo lang und dann gucken wir mal, dass wir in die Hunting Area kommen.
Müsste hier lang gehen. Es ruckelt hier stark. Das heißt, nicht was Gutes. Ah. Das ist allerdings was Gutes und das auch. Ein Revolver. Sehr gut. Ja. Nehmen das ganze Ding mit, ey. Nehmen das ganze Ding mit. Ich bin auf der falschen Seite. Und dann kommt der. Ich stehe wieder schief, ne? Naja. Ja, passt schon. Das ist okay. Mein innerer Monk stirbt zwar gerade, aber es ist okay. Ja, nehme ich auch mit. Den Kram kann ich mir später zurecht sortieren hier. Der steht auch irgendwie komplett falsch. Ich packe den gleich mal darüber. Irgendwas trampelt hier. Bestimmt ein Bär wieder irgendwo, der mich wegsnacken will. So. Dann nehme ich den. Kommt der hier rein? Der kommt hier in die Ecke. Pack, 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 pack. Die auch. Die kommt hier drauf wieder. Und die auch. Irgendwas galoppiert hier lang. Der Bär! Der Bär! Huch. War hier noch was? Nö. Aber ist klar, dass es halt Bären in der Hunting Area gibt, ne? Sonst wäre es ja keine Hunting Area. Ja, logisch. Das sieht doch aus wie der Place to be hier, oder? Was ein schönes Haus. Hier kann man bestimmt super drin wohnen. Gibt's einen drin? Ja, gibt einen drin. Ja, hier, Clay, Lehm, ne? Clay ist Lehm, glaube ich. Wüsste ich jetzt noch nicht, wozu wir es brauchen aktuell. Ich werde es dann wieder irgendwann brauchen und dann werde ich wieder Lehm jagen. Folge um Folge. Wird schon wieder neblig? Ja, hör doch auf. Es wird schon wieder neblig. Ich fahre mal hier eben kurz lang. Versuch's zumindest. Ach, guck mal. Ja, da können wir hier bestimmt auch wieder wohnen, ne? Warum habe ich nur noch 31 Schuss? Denn der Rest habe ich, glaube ich, abgelegt, ne? Ja. Kann überlegen, wir hatten noch über 50 gehabt, aber das waren dann wahrscheinlich zwei Slots. Voll. Okay. Cool. Kommt der Nebel öfter jetzt oder täuscht das? Hey, eine Machete. Könnte ich vielleicht auch einfach mal benutzen. Ich weiß nicht warum. Ob ich das mitnehmen soll. Propan brauche ich eigentlich auch nicht. Theoretisch nicht. Praktisch bin ich mir nicht sicher.
Die ist gleich voll, ne? Ja, okay, verstehe. Nanun. Die Handschuhe sind hässlich. Eine Werkbank. Oh, cool. Wir brauchen unbedingt die Hunting Rifle. Übelst viel Munition dafür. Übelst viel vor allem. Aber keine Hunting Rifle. Nun. Oh, eine Wasserwaage. Ja, gut, es wird Zeit. Leute, es wird einfach Zeit für heute. Wetter ist kacke. Der Nebel ist kacke. Ja. Da laufen sie rum. Da auch. Gut, ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann fahren wir weiter mit dem Blumenlaster. Und dann gucken wir mal, dass wir weiter rumlooten und diese scheiß Säge finden. Und das wird auch eine nächste Aufnahmesession werden. Reicht mir jetzt auch schon wieder für heute. Ist schon wieder spät. Und deswegen sage ich mal, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao.